Hallo meine Lieben, einen wunderwundervollen guten Morgen wünsche ich euch. Und wir schauen heute in ein neues Tagesorakel rein, und zwar in den 23.02. Gestern ist ja meine Premiere online gegangen, Frejas Liebesmondorakel. Und schön, dass ihr das alles so gut angenommen habt. Und ja, und vielen, vielen Dank schon für Buchungen. Also ich bin echt baff. Und ja, das Orakel war ja noch nicht mal öffentlich, da wurde ja schon gebucht. Also wow, ne? Einfach nur ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ja, jeder Einzelne bekommt halt auch das Liebesmond-Orakel so emotional wie in diesem Video. Ne? Wenn du das Video jetzt noch nicht angeschaut hast, dann schau gerne mal auf meinen Kanal Frejas Liebesmond-Orakel. Na, er will das Glück mit dir, oder er will die Liebe mit dir, steht dort. Und da kannst du auch gerne nochmal reinschauen. Und wir gucken jetzt einfach mal. Ich bedanke mich auch nochmal für eure Likes, für eure lieben Kommentare. Und ja, begrüße auch alle neuen Abonnenten auf meinem Kanal. Und ich würde jetzt sagen, wir gucken jetzt mal rein, was denn die heutige Tagesenergie für uns mitbringt. Wir haben ja schon, gestern ging es ja so um Entscheidungen, ne? Und es ist halt diesmal auch eine Woche voller Entscheidungen. Das ist nun mal so, ne? Und da bin ich mal gespannt, was heute angezeigt wird. Für den 23.04., was wird das Kollektiv heute erwarten? Oh. Hier geht es um eine männliche Person oder um eine Situation, wo du vielleicht auch so ein Stück weit keine Hoffnung mehr hattest. Und da steht drauf, der Ragnar, ne, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, und die Blumen, ein Geschenk erwartet dich. Also hier kommt heute ein absolutes Geschenk auf dich zu, wo du gedacht hast, okay, das hat jetzt keine Hoffnung mehr. Ne? Also da kommt jetzt plötzlich was. Wow. Und plötzlich ist es da. So wie nie geschah. So ungefähr. So, es geht heute auch um das Dienen. Es geht mir gut, wenn ich anderen dienen kann. Ne? Und das ist das auch. Also ich fühle mich zum Beispiel auch wohl, wenn ich anderen Menschen helfen kann, wenn ich andere Menschen unterstützen kann, wenn ich anderen Menschen auch in ihren Themen helfen kann. Das ist immer das, was mir halt auch eine große Freude bereitet. Und guck mal, die Liebe. Ich werde mich darin üben, das Gute in allem zu sehen. Wow. Das ist auch so, die Liebe zu dem Mitmenschen zu haben. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein Geschenk erwartet dich heute. Vielleicht hilfst du ja anderen Menschen, so dass du auch etwas zurückbekommst. Und das kannst du vielleicht auch in Form von Liebe bekommen. Ne? Dieses Geschenk hier in Form von Liebe. Wow, sehr, sehr wunderschön. Ne? So, was kommt heute noch aufs Kollektiv den 23.04. zu? Mensch, Leute, wir haben ja schon wieder Mitte April, ey. Oh, hier geht eine 7 der Schwerter raus. Und die auch, oder was? 2 der Kelche. Ich deute heute die Karten richtig rum. Mir wird es so reingegeben. Ich deute die Karten heute richtig rum. Wir schauen aber gleich mal weiter. Okay. Okay, eine noch. Oh Gott, schwerer, wo geht's wohl gar nicht mehr hier? Ich möchte was auf die 7 der Schwerter. Nee, richtig rum habe ich heute gesagt. Jetzt möchte ich noch eins auf die 7. Meine Karten sind falsch rum, alle. Okay, ja, deshalb wahrscheinlich auch jetzt richtig rum. So, also wir können heute schon mal sagen, hier arbeitet jetzt jemand mit. Aber man soll hier wirklich aufpassen, ne? Dass es heute nicht zu irgendeinem Konflikt kommen könnte. Ich habe hier so ein bisschen, es geht hier um Gespräche mit jemandem, ne? Vielleicht redet man auch über etwas, woran man glaubt. Das kann auch ein spirituelles Thema sein oder so ein Glaubensthema. Und hier sehe ich, dass noch der ein oder andere Konkurrenzkampf kommen kann. Ne? Also hier geht es auch um Mitarbeit in irgendeiner Sache. Und was ich hier noch sehe, das ist, sind die 2 der Kelche. Es geht wirklich um die Liebe zu einem Menschen oder generell die Sicherheit, ne? Dass man beide Energien in sich vereint. Aber ich habe halt hier noch so eine Situation, die sich zeigen könnte. Auf der einen Seite muss ich jetzt schon wieder sagen,
es kann hier jemand kommen, ne? Eine Wiedervereinigung mit einem Menschen, eine Rückkehr. Es kann sein, dass hier jemand dir den Kelch reichen tut, ne? Weil du da, weil da nun mal Gefühle sind und wenn das jetzt wirklich in der Liebe ist. Aber ich habe trotzdem diese manipulierende Energie dabei hier mit den 7 der Schwerter. Sich davonstehlen wieder, ne? Dich wieder zurücklassen mit den ganzen Emotionen, mit den ganzen Gefühlen, die man hier hat. Ja, wieder abhauen. Ne? Da ist halt immer so die Gefahr mit dabei. Und hier kommt aber auch mit den 7 der Schwerter rein, dass man vielleicht das auch jetzt endlich mal abschließen tut, ne, diese Sache, dass man vielleicht jetzt endlich mal das, wovor man sich die ganze Zeit gedrückt hat, ja, dieses Negative, dieses Dunkle, dieses, ja, diese Gedanken vielleicht auch, die man so ein Stück weit hatte, ne, dass die auch abgeschlossen werden können und dass hier ein neuer Zyklus reinkommt, ne? Also hier kommt ein neues Kapitel irgendwie, kommt mir rein. Ein neues Kapitel. Na? Also ich habe 2 unterschiedliche Themen heute für die ein oder anderen in der Liebe. Die einen wollen eine Liebe abschließen, weil sie die Nase voll haben. Ne? Weil jemand hier immer wieder ist, der enttäuschend ist, ne? Der in so einer toxischen, negativen Energie ist und mit diesen Menschen möchte man keinen Neuanfang mehr, weil es einfach zu schwierig ist. Ja, und da wehrt man natürlich auch alles ab, was von dieser Person in deine Richtung kommt, ne? Also, es ist einfach zu anstrengend. Man kann es einfach nicht mehr. Man möchte hier wirklich, dass die Energien im Balance sind, dass es hier um Geben und Nehmen geht, dass man hier wirklich auch was reingibt und nicht immer nur von dir nimmt. Nicht immer nur mit dieser toxischen Energie in deine Richtung kommt und sich dann wieder verzieht. Ja, das ist für die eine Reisegruppe. Für die andere Reisegruppe habe ich das hier so. Man fühlt sich mit der Energie einfach zu sehr angebunden an eine Person, ne, was ja eigentlich nicht gerade so toll ist. Ja, weil wenn das schon so toxisch dann ist und so manipulativ, dann ist es einfach nicht schön. Aber trotz alledem muss ich sagen, kann es hier eine Wiedervereinigung mit dem Menschen geben, aber dieser Mensch könnte auch jederzeit wieder gehen. Also darauf sollst du gefasst sein, ja. Und hier wird ein Neuanfang gemacht. Also hier schlägt sich wirklich ein neues Kapitel auf, auch mit einem Menschen. Aber du weißt halt hier noch nicht so, soll ich das annehmen oder nicht? Nimmt denn diese Person überhaupt dieses neue Kapitel an, diesen Neuanfang, ne? Und man hat halt schwer zu tragen. Man hat halt hier irgendwie noch so eine Last zu tragen, damit wirklich dieses Gleichgewicht reinkommt. Ja, damit hier wirklich Geben und Nehmen im Ausgleich sind. Na? Das ist jetzt erstmal so in der Liebe, ne? Diese 2 verschiedenen Themen. Du kannst es aber auch auf deine Situation generell ummünzen, auf die du schaust. Dann habe ich hier in der Arbeit, kann es ja auch noch mit den ein oder anderen Konflikte geben, wenn es hier um eine Mitarbeit, um eine Zusammenarbeit geht. Ne, jeder will wahrscheinlich hier was von dir, jeder will mit dir reden, an was er glaubt. Ne, aber man wehrt auch hier so bestimmte Dinge ab. Vielleicht willst du aber auch in die Kommunikation mit anderen gehen und hier könnte es vielleicht auch so ein bisschen zu einem Konkurrenzkampf kommen oder vielleicht auch zu einem Streit. Und ja, vielleicht war da auch ein Streit gewesen auf Arbeit und jetzt kommt aber Sicherheit wieder rein. Aber hier ist halt immer noch jemand da. Entweder tun dich deine Gedanken so ein bisschen drangsalieren, so toxisch auf dich wirken oder ne, auf die ganze Angelegenheit noch. Oder es ist halt wirklich jemand da, vor dem du aufpassen solltest, hier auch auf Arbeit. Ne? Vor allem geht es vielleicht auch hier um einen Abschluss von etwas anderem und um einen Neuanfang hier. Und auch da weiß man ja nicht so richtig, soll ich das jetzt annehmen oder nicht? Vielleicht geht es auch generell um eine Person, die dich mal enttäuscht hatte. Und vielleicht will die Person jetzt in deine Richtung kommen mit einem Angebot, aber du wehrst das halt noch so ein Stück weit ab, ne? Weil dich das Ganze einfach nur belastet. Ja, es ist hier irgendwie Stress, Belastungen auf Arbeit, ne? Man kommt hier gerade nicht mehr so richtig zurecht, man will einfach nur noch Ausgleich haben, man will einfach nur noch die Ruhe so ein bisschen haben, kommt mir rein. Ja? Hoch, na, das wird ja heute ein Tag, du. Es kann auch sein, dass wirklich ein schwieriges Thema, was vielleicht auch hier war, dass dieses schwierige Thema jetzt es sich ändern tut.
Na, dass es hier jetzt wirklich mal stabiler wird, wo man vielleicht auch vorher Dinge abgewehrt hat. So, was kommt euch noch am 23.04.? Jetzt musste ich erstmal überlegen, das Datum. 23.04. Ja. So. Ich habe hier eine gewisse Unruhe mit einem Freund. Das kann irgendeine Person sein, auf die du schaust, vielleicht auch deine eigene Treue. Irgendwas macht dich so ein bisschen Unruhe hier. Ne? Vielleicht für den einen oder anderen auch etwas mit einem Hund. Also hier ist auf jeden Fall eine Unruhe drinne. Und man guckt hier darauf, dass man Aktionen macht, miteinander zu reden, weil man halt wissen möchte, kommt da noch Wachstum oder nicht. Man sehnt sich nach einem Neuanfang in der Liebe, nach einer neuen Verbindung oder generell nach, wenn du jetzt auf Menschen schaust, dass du dich halt nach einer Verbindung sehnst. Und ich habe jetzt hier keine bestimmte Person drinne. Ne? Was ich hier halt nur sehe, ist, man versucht hier etwas in die Sicherheit zu bringen. Das kann familiär sein, das kann aber auch generell mit einem Gegenüber sein. Vielleicht geht es hier um ein Treffen, um eine Einladung. Vielleicht will man hier etwas ausmachen, einfach mal zusammentreffen. Vielleicht tut man sich aber auch zu Hause treffen. Und ich sehe, hier ist, man will halt irgendwie so ein Stück weit Frieden schließen. Ja, also man hat hier eine riesen Anziehungskraft noch zu jemand. Ne? Und vielleicht guckt man aber auch so ein bisschen auf das Sexuelle. Ja, auf so Intimität, vielleicht, weil man sich mit jemand treffen möchte. Auf jeden Fall sehe ich hier den Turm und der Turm steht ja eigentlich immer für eine Trennung oder eine Isolation. Und wenn jetzt hier irgendwie eine Isolation, wenn sich jemand zurückgezogen hatte, ne, was wir ja hier sehen mit den 7 der Schwerter oder vielleicht auch sich jemand davongeschlichen hat, kann das auch sein, dass man hier heute eine Klärung bekommt. Also hier wird sich heute eine Sache klären, was mit einer Trennung zu tun haben kann, ja, oder mit einer Isolation oder auch mit einem Rückzug. So, ich bekomme aber auch hier einiges wegen einer Behörde rein oder generell wegen der Arbeit. Da kann es auch sein, dass es hier irgendwie eine Unruhe mit einem Kollegen oder jemanden gab, dass du an der Unruhe festhältst und dass man jetzt einfach mal wieder miteinander reden tut und einfach mal hier wieder eine Heilung in die Kommunikation reinkommen kann. Ne? Es geht dir nämlich hier um die Sicherheit. Wenn es jetzt wirklich mit der um die Arbeit geht, dann geht es um die Sicherheit bei der Arbeit. Man, ja, vielleicht möchtest du auch hier wieder mehr Harmonie und Frieden verbreiten hier auf Arbeit und man möchte auf jeden Fall auch etwas klären, ne, wo man vielleicht auch sich zurückgezogen hatte oder so, ne, oder wo halt irgendwie auch eine Trennung war oder vielleicht ging es ja auch um eine Kündigung oder sowas, ne, vielleicht redet man dann auch so drüber, ja, ich habe deshalb da deswegen und deswegen gekündigt, ne, auf jeden Fall kommt hier auch eine Klärung für einige mit der Arbeit. So, im behördlichen Sinne sehe ich ja auch nochmal, dass man hier an Unruhe festhalten tut, aber hier kommt ein schönes Gespräch auf dich zu, ein Gespräch, was dir Sicherheit bieten wird. Du hast vielleicht auch eine Einladung von einer Behörde bekommen und ja, das Ganze, kann ich dir sagen, wird hier friedlich ausgehen. Ne? Entweder geht es halt wirklich noch darum, dass man sich von etwas trennen muss. Oder es geht wirklich jetzt darum, dass hier generell mit dieser Behörde etwas geklärt werden kann. Ja, aber ich sehe das hier sehr positiv, ne, diese ganze Angelegenheit jetzt hier mit einer Behörde, ne? Und wie gesagt, wenn es mit dem Gegenüber ist, dann ich muss dir das halt sagen oder euch das sagen, weil das ist halt immer so eine toxische Energie, eine manipulierende Energie mit da drinne, ne? Also ja, hier könnte jederzeit wieder jemand gehen. Jederzeit wieder jemand den Koffer packen, ne? Oder wenn es halt hier um eine Behörde vielleicht ging, dann ist es halt so, ja, vielleicht kommst du wieder hier in deine Sicherheit rein. Vielleicht geht's ja auch um einen Neuanfang so ein Stück weit, aber du bist noch ein bisschen skeptisch wegen der Kommunikation, ne, was man hier umsetzen soll, obwohl man dir eigentlich schon nur helfen möchte, ne? Aber auch jederzeit könnte dich da hier wieder was enttäuschen. Na, vielleicht machen dir deine Gedanken aber auch noch so ein Stück weit Probleme. Na, das kann ja auch sein. Manchmal sind es einfach die Gedanken, ne, dass man sich zu viel Sorgen um etwas macht. So, jetzt gucken wir mal, was Maxi Mangewitsch dazu sagen will.
aus dem Soulmaster-Orakel natürlich. Und da haben wir heute hier die Nummer 23. Ein erfolgreiches Leben ist eine Ansammlung von guten Gewohnheiten. Ein geniales Leben dagegen ist die vollständige Entfaltung deiner Seelenkräfte. Es geht hier darum, deine Seelenkräfte zu entfalten, ne? Dass du ja, dass du dir einfach auch ein geniales Leben mal generierst, dass du einfach auch mal denkst, du bist es einfach wert, hier ein gutes Leben zu führen, ne? Und nicht immer nur ein Leben, was in Sorgen ist, in Sorgen, in Ängsten, in Nöten, ne? Also ja, so, da piept gleich mein Ohr. Jetzt gucken wir mal. Ich möchte jetzt noch mal eine Rune legen. Und ich möchte jetzt einfach mal noch mal wissen, welche Rune wird uns denn heute durch den Tag begleiten? So. Da haben wir die Aiwas. Ja. Und die Aiwas, die sagt, dass es jetzt in eine andere Ebene geht. Es geht in eine höhere Bewusstseinsebene. Das ist eine Einweihung. Wir haben auch zweimal die Lagus. Es fließt auf beiden Seiten. Also hier begegnen sich zwei, wo es anfängt, miteinander zu verschmelzen und zu fließen. Das ist eine höhere Bewusstseinsebene, ne, die heute hier auf dich zukommen kann. Wow, sehr, sehr schön. Sehr schöne Energie, ne, ist das hier. Es ist keine negative. Oh, gucke mal. Die beiden berühren sich hier an einem bestimmten Punkt, ne? So, meine Lieben, oh, hier haben sich noch ein paar Runen gezeigt. Guckt ihr das an? Seht ihr das, was da liegt? Da liegt schon wieder die Lagus und da nochmal die dritte Bestätigung. Es kommt ins Fließen. Lass etwas los, damit es ins Fließen kommt. Na, da hat sich extra nochmal die Lagus gezeigt. Das dritte Mal. Dreifache Bestätigung. Meine Lieben, ich gebe euch später dann noch ein ganz neues Ding rein. Erstmal gibt es für die Mitglieder jetzt im Mitgliederbereich eine neue Legung und die heißt der Kaffeeklatsch oder das Kaffeepäuschen, ne? Also die Kaffeetasse. Und da untersuchen wir mal, was in der nächsten Zeit auf euch zukommt mit der Kaffeetasse. Und ja, für meine lieben Abonnenten und Mitglieder hier auf dem Kanal gibt es dann noch extra eine Legung. Und zwar wollen wir heute noch untersuchen, was ist denn hier mit deinem Mister los, mit dieser anderen Frau. Also falls hier jemand eine andere Frau hat, ne, oder jemand auf eine andere Frau schaut und da noch irgendwo eine Schlange vorhanden ist, dann gucken wir nochmal mit dem Hut des Sherlock Holmes rein. Na, das ist auch eine ganz neue Legung und seid gespannt. Diese Legungen werde ich dann auch als Premiere reinmachen. Na? Gut, meine Lieben, ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Bis später. Ciao.